Wofür ist mein Vater gefallen? Weißte, für die Befreiung der Heimat. Habt ihr die Heimat befreit? Ivo, wir treten auf der Stelle. So kann ich nicht. Als man anfing, die Fahrzeuge mit Kampfmunition auszurüsten, da wurde dir klar, dass hier etwas nicht stimmt. Niemand wusste, wohin wir gingen. Wir sitzen und schauen auf die ATO-Karte. Toll, dies und jenes haben wir schon eingenommen. Ich wusste schon, dass mein Bataillon als erstes geht. Auf die eigenen Leute zu schießen, das wollen wir einfach nicht. Der Flughafen war danach. Wir haben die Information gegeben, dass wir Richtung Adivka gingen. Es war so ein Funkspiel. In der Wirklichkeit gingen wir nach Pisky. Feindliche Artillerie, unsere Artillerie. Straße für Straße. Stellt euch mal vor, der russische Panzer attackiert ihre Stellung. Erst haben wir gedacht, es sei eine neue Taktik. Tagsüber wurden 15.000 Artilleriegeschosse auf uns abgefeuert. Länger als 2 Tage blieben wir nicht in der gleichen Stellung. Die ganze Hauptlast des Angriffs liegt auf uns. Nach 200 bis 300 Meter explodierte unser erster Panzer. In 1,5 Stunden gab es unser Bataillon nicht mehr. Ich falle runter und weine. Und er sagt, du Bub, ich habe dir doch gesagt, dass diese Ikone mich retten würde. Sie hatten keine Chancen.